Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Flixis Online. Wir hatten ja gesehen, dass der Avalon für uns Haltetina eine Quest hatte. Und ja, genau, die können wir jetzt machen. Das ist seriös und gruselig. Ja, es war wegen dem grünen Wasser. Ich glaube, sieht man jetzt nicht. Aber ja. Also mach rein, ich habe die Wasserproben analysiert. Und genau wie ich gedacht habe, ist das Wasser mit gefährlichem Abfall vom Pandorischen Kristallen vergiftet. Wir müssen das sofort stoppen, bevor noch Schlimmeres passiert. Bisher hat es noch keine großen Effekte auf die Natur gehabt. Aber wenn es so weitergeht, wird es schlimm verlängern. Der ganze Weltsee und die ganze Landschaft drumherum können sterben. Lass mich jetzt sehen, was wir jetzt tun. Okay, 20 XP, weil ich will Level 15 werden. Du musst an der Abwehr. Okay. Ich habe gerade ganz schön verschwunden. Ich habe von Popcorn und ist, die Schale, kann man sagen, in meinem Hals stecken geblieben. Du musst an der Absperrung bei dem Wellesee vorbei und rausfinden, was dort geschieht. Um das zu tun, musst du zwei Dinge tun, okay? Du musst herausfinden, was sie dort oben beim Wellesee machen. Ich nehme an, dass sie die Rausrüstung im Darkwood-Quartier und beim Mord an den Strand bekommen. Versuch dort einen Hinweis zu finden, der uns Klarheit über das Wasser gibt. Okay, das heißt, wir gehen jetzt mit Morden. Du musst einen Weg finden, auf dem du an der Absperrung vorbeikommst. Nachher, du sagst, der Wächter fragt nach einem Passwort, du musst es herausfinden. Ich weiß nicht wie, aber ich denke, dass der beste Ort dafür das Darkcore Quartier bei Morland scheint. Ich hoffe, dir fällt etwas ein. Okay, 20 XP ist er insgesamt. Können wir jetzt 40 XP absahnen? Wenn wir das gemacht haben, haben wir 60 XP abgesahnt. Das ist eigentlich ganz anständig, muss ich sagen. Ja. Ihr wisst, ich habe mein Helmet. Die Notar. Mein Helmet stark gewechselt. Und deshalb können wir uns jetzt nicht einfach nach Morden bringen lassen. Einfach von dorthin. Nee. Wir müssen zum Transporter. Mordenstelle. Schneller, wenn es geht. Okay, das heißt jetzt auf den Stränden. Ich meine zu hübsch. Nicht unbedingt der Stall, aber ich finde die Atmosphäre hier sehr schön. Ey, hat ja auch einen Clash Royale. Nee, doch nicht. Ja, Leute. Ja, jetzt weiß ich es. Muss ich mir aufschreiben. Dann wo? Irgendwie. Ah, okay, wartet. Ich hole schnell Papier. Okay, ich schreibe mal weiter. Okay. Hab's aufgeschrieben, deshalb bin ich hier leider auch reingeritten. Okay, was hast du gefangen hier? Öffnen. Das ist nichts Interessantes gefunden, war ja auch ziemlich klar. Wie das Dach ist wichtig, doch nicht einfach am Strand liegen. Also jetzt nicht mehr lang, dann bin ich Level 15, ich warte schon so drauf. Und ich gehe so von der ich zu. Ich habe mich informiert, was ich brauche, um nach Ipona zu kommen, weil wegen der Quest. Und ich glaube, jetzt meistens. Wenn es was. Nee, was war das jetzt? Okay, Leute, sorry. Ich habe gedacht, wenn man sie belauscht, kann man vielleicht das Passwort herausbekommen. Ich nehme das mit zu Avalon. Okay. Abhörung auf Distanz. Ja, okay, sorry, Leute, dass ich das jetzt in der Folge gelesen habe, aber wahrscheinlich stand da was von. Welche Darkhawk-Kerle da rumgefunkt, sag ich jetzt mal. Das habe ich nicht so wichtig. Denke ich jetzt mal. Jetzt haben wir hier noch ein paar. Und dann retten wir es. Egal. Warum kannst du
Ja, klicken. Da. Ah, ich will noch eine höhere Quest. Ich verkaufe mir einfach so alle Isländer oder so. Dann heißt dann mein Video passiert, ich kaufe mir alle 10 Isländer. Das wäre jetzt funny. Und da mein Hammerschild auch nicht in Veildale ist, müssen wir als Ran Jorgschild bezahlen. Aber ich habe vorhin ein bisschen gelevelt, habe beim Championat mitgemacht, aber ich bin da irgendwo reingeritten und sogar mehrere Male aus Versehen und da bin ich irgendwie 7. Platz geworden oder so. Ja, Ehrlichkeit im 6, sagt man ja. Ja, und deshalb habe ich 25 Jorgschild verdient. Die habe ich benutzt, um nach Wälde zu kommen. Ja. Auf zum Avalon. Also ich will dieses Video wirklich nicht allzu lange halten. Also nicht, dass es jetzt schon lange ist, aber ich will es nicht lange halten und... Ah, oh, es ist schwierig. Da ihr seht, das grüne Wasser. Wer weiß, vielleicht kann schon. Ich glaube schon. Ich kann schon bald machen. Na, wenn ich die kann. Ja, aha, dieser Kristall löscht von pandorischer Energie. Sehr vorsichtig machen. Diese Energie kann sehr gefährlich sein. Lass mich ihn nehmen, dann werde ich ihn untersuchen. Hallo Mariana. Walkie-Talkie, sehr kreativ, glücklich, weiß, schlaf ich nicht besonders viel. Ich kann also die ganze Nacht lauschen. Ja, nee, jetzt kommt natürlich sowas. XP macht sich so bemerkbar. Ich habe hier noch ein paar. Also, das hier haben wir jetzt gemacht. Schauen wir uns Grünter-Championat an. Okay. Zeit zu fischen. Ja, Anderson. Was ist denn das nochmal? Ein Silverglade. Das kommt mir so bekannt vor. Okay, was soll's? Zeit zu fischen. Oh, Silberglade. Okay, also ich habe mir jetzt gedacht, wir können, schau dir das Grünzahl-Championat an, das wird wahrscheinlich nicht so lange gehen. Das habe ich heute freigeschaltet bei einem Goldspurs. Ach nee, ich kann mich abholen lassen. Oh mein Gott, ich hab fast auf Ende gedrückt. Nee, schau ich das mal vor. Die Adrian ist da schon die ganze Zeit. Ich habe ihr eine Club-Einladung geschickt. Und dann einmal so 3 Stunden später immer noch hier. Also nein, nee, nicht 3 Stunden, aber so. Stunde vielleicht schon. Dass sie sich hier mal bewegt, finde ich ein bisschen seltsam. Ja, los, weiter geht's. Anderson oder wie auch immer. Ja, der Angus hat wieder eine Quest für uns. Ach ne, Eis. Nice. Dass wir die ganze Zeit in seinen Ruf arbeiten müssen, um eine Quest zu bekommen. Okay. Dann mach ich ja natürlich, habe ich schon von dir gehört, dass du hier in der Gegend ja schon einen Namen gemacht hast. Aus diesem Grund wollten Aldo und Angus, dass hier ist Grünteil Championat zeige. Es ist jetzt herausfordernd. Jedoch musst du dazu nicht springen können. Wenn du springen kannst, wird es einfach. Halte die Augen nach den Flaggen offen und du wirst den Weg ins Ziel finden. Viel Glück. 50 XP, geil. 300 Jorvik-Schilling, damit kann ich mir ja, was weiß ich, wie viel Fahrten bezahlen. Aber eigentlich lernt man es schon
Sie springen schon. Digga, nee, was läuft? Sieh mal, sie schon ziemlich schnell nach dem Star Rider ist, also. Ja, ich muss das so aktivieren. Ich war Level 5. Und ich habe mir dann noch Star Rider gekauft. Danach wurde ich Level 6. Nee, danach kam ich. War die erste Region. Also habe ich erstmal die GD gestoppt und so. In Morland. Ach ja. Und danach kam ich nach Silverglade oder so. Ja, auch wegen dem GD stoppen. Und dort war dann noch der Justin. Der hat uns gesagt, wie wir springen müssen. Aber ich habe es halt schon irgendwie früher rausgefunden. Nämlich durch Probieren und so. Hat sich danach natürlich bewährt. Einfach nur, wenn ich irgendwo musste. Ich kann einfach so üben. Ihr kennt das Haus zusammen, Jasper ist wahrscheinlich. Wir können ja so drüber springen. Über den Zaun dort. Diese Steinmauer. Das war dann wirklich praktisch. Ich konnte nach Fort Pinter, bevor ich überhaupt offiziell nach Fort Pinter konnte. Also, ja, nice. Eigentlich kann man auch als Easter Rider im Planet für irgendwie Level 30 haben oder so. Man muss einfach jeden Tag die gleichen Rennen machen. Nach einer Weile denke ich mal auch langweilig. Mama. Gut Rennen. Wie findest du das Grünteil Championat? Willst du es noch einmal versuchen? Dieses 50 XP, bin natürlich froh drum. Ich will mal sehen. Ja, 150 aus 44 auf Goldspur, Familie. Mach ich. Aber dann auch privat. Also damit verabschiede ich mich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.